Ich habe im Spätsommer Edwins wunderschöne Banane gefilmt. Es ist eine wirklich große Pflanze. Die ist jetzt durch den Frost der letzten Tage etwas gezeichnet. Aber das macht nichts. Das heißt, die Pflanze wird runtergeschnitten, eingepackt und es kommt auch noch Stroh unten über die Wurzel drüber. Edwin ist ein Fachmann. Die Bananenpflanze hat in den letzten Wintern alles gut überstanden und dieses Jahr sieht es auch wieder danach aus. Und dann wird sie eingepackt oder so gelassen? Ja. Und nächstes Jahr treibt sie wieder aus. Ja. Und mein lieber Nachbar Willi kriege ich noch froh. Ja, toll. Und rein, dass es schön warm ist. Ja. Und die Füße rum. Klasse. Ja. Klasse. Nee, es ist eine Augenweide, gell? Ja. Darum, wenn der nächste Sommer nicht so stürmisch wird, brauchst du immer bei Zeit. Ja, ah ja, klar. Weil da ist am Stamm. Ja. Der etwas größere. Das ist schon wieder eine neue Blüte. Wahnsinn. Ja. Und wenn es Frost geht, also die packe ich auf jeden Fall an. Ja. Also Edwin, es geht voran mit dem. Ja, das ist gut. Ja. Alles klar, ich mach mal vor, ich meine, oh Gott, das wird ja so schnell dunkel, du musst das alles noch machen. Ja. Bei dem trüben Wetter, ja. Ja. 5 ist dunkel. Ja. Das ist jetzt die Zeit. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Aller dann. Mach's gut. Jo, gut. Unweit von Edwins Grundstück ist die Schafshalle von meinem Kumpel Willi. Den besuche ich jetzt einmal. Ja. Ein großer Verlust. Sag mal, du gibst denen jetzt Futter und waren die schon draus oder? Komm. Ja. 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 Was kriegen sie Futter? Was kriegst du dann so? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, der Willi ist auch bestürzt darüber, dass unser Freund Günther uns so früh verlassen hat. Ein sehr schmerzlicher Verlust für alle. Ein ganz lieber Mensch hat uns verlassen. Ja. Ich mach weiter, steig nicht mehr hoch, dass ich mir die Banane mal von oben betrachte, gell? Wünsch dir einen schönen Tag, gell? Danke. Es ist 3 Grad plus. Ich habe bei meinem kleinen Kopter darauf geachtet, dass die Batterien nicht ausgekühlt sind. Das heißt, also ich habe sie erst jetzt in den Kopter gegeben. Das soll man schon machen. Man soll nie mit eiskalten Batterien versuchen zu starten. Bevor ich aufsteigen konnte, musste ich ohnehin noch den Kompass kalibrieren, aber das kriegt man ja alles ganz toll bei der DJI angezeigt. Ja, links neben dem Blockhaus ist die Banane zu sehen. Ja, ich hoffe, dass im neuen Jahr da wieder eine prächtige Pflanze steht. Das ist schon wirklich eine tolle Sache, was der Edwin sich da in dem Garten gezüchtet hat. Ja, und da unten war einst vor über 100 Jahren die sogenannte Genslach. Ein historischer Ort also.
einige Worte zum Herbst jetzt von Charlotte von Ahlefeld. Wie mit Flor bezogen ist der Himmel. Graue Nebel sinken feucht und schwer, und der Raben hungriges Gewimmel zieht auf Stoppelfeldern hin und her. Blätter rauschen auf den öden Wegen, die ich froh und glücklich einst betrat. Raue Lüfte hauchen mir entgegen und durchschauchen die Wintersaat. Ringsumher ist jede Spur verschwunden von des Sommers Lieblichkeit und Lust. Nur in tiefen, unheilbaren Wunden regt sich noch sein Bild in meiner Brust. Nur die Hoffnung hebt durch frische Farben die verblichene, freudenleere Welt, sammelt auch auf öden Fluren Gaben, die sie in der Zukunft Felder stellt. Charlotte von Ahlefeld lebte von 1781 bis 1849. Ihre Gedichte sollen sogar den großen Johann Wolfgang von Goethe beeindruckt haben. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.